Hallihallo, ich bin euer Stefan von Vegane Zeit. Es ist mal wieder Zeit für Vegane Zeit, auch wenn dieses Video nichts jetzt direkt mit Veganismus zu tun hat. Ich möchte euch einfach jetzt kurz vor Silvester, kurz vorm Rutsch ins neue Jahr, möchte ich euch einfach alle einen guten Rutsch wünschen und ein glückliches, seliges, neues Jahr. Und damit das eure Wünsche alle in Erfüllung gehen, wenn ihr Vorsätze habt, dass eure Vorsätze in Erfüllung gehen, dass ihr die wirklich gut durchziehen könnt, wie ihr ja von meinem 2000 Video Tag Video von 2016 Tag Video wisst, mache ich mir im Endeffekt keine Vorsätze. Ich werde aber am 2. Januar werde ich mit mit einer Entsäuerung anfangen. Ich habe jetzt aber so grob geplant, weil wir jetzt momentan bei meinen Eltern sind und ich möchte auf jeden Fall nochmal bei Tasty Leaf in Nürnberg essen gehen, dass ich ab und zu mal immer so ein paar Tage machen werde, wo ich halt vielleicht mal eine Mahlzeit anders gestalte. Also ich werde jetzt nicht absolut perfekt essen, ab und zu mal halt höchstens. Ansonsten macht die Entsäuerung halt auch nicht mehr so richtig Sinn, das ist das Problem. Vielleicht ziehe ich es aber dafür ein bisschen in die Länge. Also das heißt, man sollte es mindestens 3 Monate machen. Das ist mein einzigster Vorsatz, dass ich einfach mal wieder ein bisschen mich gesünder ernähren möchte. Ich habe die letzte Zeit auch viel experimentiert für euch sozusagen, um ein paar neue Rezepte zu finden. Leider sind viele noch nicht final fertig geworden, weil es doch mehr Probleme gibt, als ich dachte. Und dann hoffe ich einfach auf ein neues, veganes, erfolgreiches Jahr mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich auch tatkräftig, dass ihr mir auch helft, zum Beispiel, was ich für Videos machen soll, was ihr gerne von mir hören wollt, was ihr gerne von mir sehen wollt, was euch interessiert halt eben. Das könnt ihr auch gerne schon in diesem Video hier unten drunter schreiben. Und ansonsten wollte ich euch eigentlich wirklich nur einen guten Rutsch wünschen. Deswegen war es das auch schon mit dem Video. Auch wenn es kurz und schmerzlos war und nichts Besonderes, würde ich mich trotzdem über einen Daumen hoch freuen. Und damit ihr eben die neuen Videos im neuen Jahr nicht verpasst, abonniert meinen Channel, hier auf den Abonnieren-Button klicken. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao, euer Stefan.